Hallo Leute, mein Name ist AMS01 Roman. Aufgrund von einer oder vermehrter Rückfrage aus unseren Followern, ich solle doch mal ein Tutorial machen, wie man eine EFCS-Gearbox von Ares in eine VFC 416 bekommt, kriegt ihr heute ein entsprechendes Video dazu. Aber ich muss dazu sagen, es ist bereits eine EFCS-Gearbox verbaut. Ich werde die jetzt einfach nur wechseln. Beide sind mit anderen Internals ausgestattet. Bei dieser Gearbox im Speziellen habe ich ein One-Piece-Zylinder- bzw. Zylinder-Head-Kit verbaut. Das heißt, dieses Bauteil wurde aus einem Aluminiumteil gefräst. Das Nozzle ist ein SHS CNC Airseal Nozzle mit O-Ring für die Dichtigkeit. Die Gears wurden um 3 Zähne geshortstroked, also 3 Zähne abgetragen, ebenso wie der Piston. Und ja, ich bin soweit eigentlich sehr zufrieden. Vor allem das Spiel des Nozzles ist sehr, sehr gering. Ich erhoffe mir hier eine Verbesserung. Wie gesagt, es ist bereits eine EFCS Gearbox verbaut. Die Konstante läuft mit ebenfalls Short Stroking, allerdings einer anderen Zylinderkombination bei 1,45 Joule mit einer 110er Feder bei 0,28 Gramm BBs. So, wir ziehen den Pin raus und entfernen den Upper vom Lower, ganz wie gehabt. Hier seht ihr es, wie gesagt, ebenso eine EFCS-Gearbox verbaut, allerdings hat die schon ca. 80.000 Schuss durch. Gut, gehen wir weiter. Ich entferne des Weiteren diesen Slingmount, der nicht mehr benötigt wird. Versuche nun die Stocktube zu entfernen, beziehungsweise nicht die Stocktube, sondern den Stock selbst. Das heißt, hier, wir entfernen den Stock. Warum? Ich muss nun demnächst hier rein und die Schraube lösen, aber dazu später mehr. Gut, beginnen wir. Wir entfernen diesen kleinen Pin. Fake Bolt Catch. Nun drücken wir hier drauf. Und drehen das Ganze entgegen dem Uhrzeigersinn. Anschließend, Vorsicht, hier drin ist hier eine Feder, die wir nicht verlieren wollen. Et voilà. Und hier sind unsere Einzelteile. Ich würde empfehlen, das Ganze zusammen zu verschrauben. Ganz einfach deshalb, um es im Anschluss nicht verlieren zu können. Gut, soweit, so gut. Kommen wir nun zu diesem kleinen Pin hier. Der kleine Pin kann normalerweise relativ einfach rausgedrückt werden. Aha, ihr seht, ich habe ihn in die verkehrte Richtung gedrückt. Warum? Hier ist der Pin nicht aufgeraut. Das bedeutet, auf einer Seite ist der Pin etwas aufgeraut, um an den Body zu fitten, sage ich jetzt mal. Hier seht ihr es. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ja. Gut. Sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus. Okay, gehen wir zum nächsten Schritt, nämlich unten die zwei Motorschrauben. Hierzu benötigen wir einen entsprechenden Aufsatz. So, wir haben die Schrauben entfernt. Jetzt vorsichtig die Motorstecker ablösen. Wie gesagt, vorsichtig. Und anschließend
den Motor rausholen. Alles klar, gut. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Ich möchte hier die Schraube, die im Inneren sitzt, entfernen, wenn ich mich recht entsinne. Ich nehme hierzu eine kleine Taschenlampe. Ja, genau, es handelt sich um einen Kreuzschlitz. Das bedeutet, es wird etwas Fummel, aber hier bekommt es hin. Hier seht ihr es, das hält das Ganze zusammen. Wenn wir die Top-Cube abziehen, natürlich auch das Slingmount. Gut, bleibt nicht mehr viel. Als nächstes haben wir die vier Schrauben hier im Inneren. Ich hoffe, ihr könnt sie erkennen. Hier locker flockig das Ganze aufschrauben. Die Schrauben möglichst drin lassen, so gehen sie nicht verloren. Jetzt haben wir nur noch diesen Pin, der das Ganze zusammenhält, den rausdrücken und et voilà, kommt uns die Gearbox entgegen. Das war's auch schon mit dem Disassembly-Video. Im nächsten Schritt fügen wir das Ganze mit der neuen Gearbox zusammen.